Ja, dann begrüße ich alle zur Pressekonferenz nach dem Spiel des HC Erlangen gegen den TSV Hannover-Burgdorf. Endstand vor 4.539 Zuschauern. 27:26. Ich begrüße den Gästetrainer und wie immer bekommt er das erste Wort. Erstmal Glückwunsch nach Erlangen zum Sieg, den ihr euch wahrscheinlich verdient habt mit einer wirklich guten Leistung. Ich denke, es war ein Handballspiel, das wirklich ganz, ganz viel geboten hat. Mit Spannung, mit guten Abwehrszenen, mit guten Angriffsszenen, mit Gegenstößen, mit allem, was man so braucht. Mit turbulenten Phasen, mit kritischen Entscheidungen. Und deshalb tut es mir ein bisschen weh, dass wir kurz vor Schluss, als wir die Chance hatten, dieses turbulente Spiel zu gewinnen, es nicht schaffen, wo wir wirklich vier Freie liegen lassen und dem Gegner vielleicht auch so permanent Druck geben können, weil sie ständig ausgleichen müssen. Und das haben wir nicht geschafft. Lassen da die Freien liegen und rennen so hinten raus hinterher, machen noch einen Ausgleich. Ich glaube auch mit einem 2-Minuten-Foul, aber das steht, glaube ich, heute nicht zur Debatte. Und jetzt sind wir in der letzten Aktion einfach nicht wach genug und dann schießt Lingo uns den Ball über den Schädel. Dann ist das Spiel aus. Schade, ich denke, wir haben eine gute Leistung gezeigt für die personelle Situation, die wir hatten. Erik Schmidt ist nach 3 Minuten endgültig ausgefallen und Malt Patrei sowieso und Chaba Sütsch, der hier auch eine Vergangenheit auch, hat auch. Und damit fallen der 3 Mittelblockspieler weg und dadurch haben wir schon so ein bisschen Kraft, glaube ich, im Laufe des Spiels auch eingebüßt. Haben es nicht immer geschafft, die Rückraumspieler adäquat unter Druck zu setzen und deshalb kriegen wir einfach ein paar Bälle zu viel, ein paar Leichte zu viel. Und deshalb geht dieser Sieg dann auch so in Ordnung. Vielen Dank. Robert, wie hast du die 60 Minuten gesehen? Ja, erstmal guten Abend und danke für die Glückwünsche. Ja, ich finde, Jens hat viel gesagt. Ich fand, das war ein gutes Spiel, mit viel drin, viele Sachen drin. Das war gute Torhüter, Leistungen, gute Abwehr, Angriffsaktionen, Einzelaktionen mit viel Tempo drin. So, ich fand, das war ein schönes Spiel und auch selbstverständlich, wenn es so eng ist und zum Schluss, wir haben heute das Quäntchen Glück gehabt, das Spiel zu gewinnen, aber das könnte es auch andersrum sein, das wissen wir auch, das war sehr eng, sehr knapp die ganze Zeit, aber ich bin natürlich froh, auch von unserer Seite, dass wir so gewachsen sind in unserer Entwicklung, also diese Alltagsspiele schon in Bundesliga so gut zu bemeistern, mit Selbstvertrauen, Mut, alles was dazugehört. Das fand ich war richtig, richtig gut heute, weil auch wenn Hannover ein paar Ausfälle haben, das sind trotzdem sehr, sehr gute Mannschaft und sehr gute Spieler. Zum Spiel selber, ich fand unsere Abwehr in der ersten Halbzeit stand okay oder sehr gut. Ich fand, wir haben viel mit Körperkontakt gespielt, das wollten wir auch. Nur 11 Tore rein da, gekriegt mit Katze. Zweite Halbzeit haben wir das nicht so ganz geschafft. Eng zu spielen mit Abstand, da kamen die mit mehr Schwung, viel 1-gegen-1, 2 Kämpfe gewonnen, Ball weit und dann war ja so ein wie Christoffersson und Häfner einfach frei und dann ist es schwer, so nicht so gut Abwehr, zweite Halbzeit, aber kommt natürlich auf, dass Hannover das besser gespielt haben. Unsere Angriffsleistung teilweise auch gut, teilweise nicht. Wir wissen, wir können viel besser unsere Sachen zu Punkt spielen, aber immer das unter Wettkampfbedingungen ist auch schwer. Ich finde, wir haben trotzdem gute Ansätze gemacht. Natürlich auch selber in zweiter Halbzeit ein paar zu viele Freie verworfen, könnte das ein bisschen selber leichter für uns machen. Aber das war so ein Spiel heute. Das war viel drin, viele Entscheidungen und aber ich bin einfach froh, wieder direkt von Anfang an so einen Start hinzulegen, 2 wichtige Punkte wieder zu holen, in diese Halle, schöne Atmosphäre, super Publikum, hat uns immer unterstützt und dann die letzten 10 Sekunden ein bisschen Glück mit so einem Tor zu machen und gewinnen. Danke Robert, jetzt möchte ich den Geschäftsführer der Recken zu Wort kommen lassen. Wie haben Sie 60 Minuten gesehen? Ja, zunächst Glückwunsch an Erlangen. Wenn man nach 60 Minuten mit einem Tor vorne ist, dann ist das verdient. Deswegen gehört es sich dann auch, glaube ich, nicht nur traurig, sondern auch ganz formell zu gratulieren. Erlangen hat es letztes Jahr schon geschafft, uns hier in die Schranken zu weisen. Und deswegen auch dieses Jahr wieder folgerichtig haben wir das Spiel nicht gewinnen können. Aus meiner Sicht hatten wir vielleicht in der Schlussphase doch die eine oder andere gute Möglichkeit, das Spiel vielleicht für uns zu entscheiden. Und
die haben wir nicht genutzt. Trotz guter Torhüterleistung ist das dann vielleicht der entscheidende Baustein, der gefehlt hat, um heute hier 2 Punkte bei einem sehr, sehr starken Aufsteiger, auch wenn das wahrscheinlich hier keiner hören möchte, zu holen. 2 Punkte auseinander. Wir haben jetzt mit den Rhein-Neckar-Löwen und Flensburg 2 sehr, sehr anspruchsvolle Aufgaben vor der Brust. Am Mittwoch geht es schon weiter. So, dass wir hier heute uns vorgenommen haben, auf jeden Fall was mitzunehmen. Das ist uns nicht gelungen. Von daher wünsche ich dem HCE, allen Verantwortlichen, viel Erfolg für die weitere Saison. Hier entsteht, glaube, das habe ich letztes Jahr auch schon gesagt, ein sehr, sehr guter Handball-Bundesligist, der uns, glaube ich, in den nächsten Jahren noch mit der Infrastruktur drumherum viel Freude machen wird. Und deswegen fällt es mir zwar schwer, jetzt zu sagen, ich freue mich, wiederzukommen, aber ich freue mich, dass Erlangen in der Bundesliga ist und Nürnberg als Spielort uns da bereichert. Vielen Dank. Vielen Dank. René, wie sieht dein Fazit aus? Ja, schönen guten Abend von meiner Seite. Erstmal vielen lieben Dank für die Glückwünsche. Ich denke, die Jungs haben sich die heute auch wirklich verdient. Die haben wirklich gezeigt, dass sie dieses Spiel unbedingt gewinnen wollten. Ich meine, man muss ja wirklich sagen, wir haben ja nicht gegen irgendeine Mannschaft gespielt, sondern gegen den Tabellenfünften. Trotz der natürlich personell angespannten Situation ist das eine Mannschaft, die personell besser aufgestellt ist als wir. Und wir müssen einfach alles in die Waagschale werfen, um hier zu bestehen zu können. Und das haben wir heute getan. Wir haben leidenschaftlich gekämpft. Ich denke auch, wieder ein großer Dank geht an die Zuschauer, die uns hier wirklich nach vorne gepeitscht haben und gerade in den letzten Minuten, wo es dann wirklich spitz auf Knopf war, noch einen entscheidenden Faktor dargestellt haben. Die Jungs haben wirklich alles rausgeholt und das ist am Anfang so einer Rückserie auch nicht selbstverständlich. Man muss sich erstmal wieder orientieren. Man hat eine tolle Hinserie gespielt, aber jeder weiß auch, das Gleiche muss er wieder auch abrufen können, um auch so eine erfolgreiche Rückserie zu spielen. Das haben wir uns auch auf die Fahnen geschrieben. Wir wollten unbedingt da weitermachen, wo wir aufgehört haben. Und ich denke, das hat man heute eindrucksvoll gesehen, dass die Jungs wirklich trotz der 18 Punkte, die wir vor dem Spiel hatten, nicht nachgelassen haben, sondern mehr wollten, noch bissig waren und einfach auch so einen Gegner hier zu Hause schlagen wollten. Und deswegen hohes Kompliment an die Truppe. Und jetzt geht's nächste Woche nach Stuttgart, die heute gezeigt haben, dass das auch keine leichte Aufgabe wird. Und da wollen wir natürlich auch gewinnen und an die Leistung anknüpfen. Aber jetzt freuen wir uns erstmal, dass wir das Spiel gewonnen haben und wünschen noch einen schönen Abend. Dankeschön. Vielen Dank, René. Zeit für Ihre Fragen. Bitte kurzes Handzeichen, dann reicht Ihnen der Kollege das Mikrofon. Wir beginnen. Wer möchte anfangen? Philipp Rosa, Nürnberger Zeitung. Robert, ihr habt euch am Anfang erste Halbzeit im Angriff relativ schwer getan. Über außen und aus dem Rückraum ging relativ wenig. Am Kreis hat es gut funktioniert. War das auch noch so das erste Spiel nach der Winterpause, bis man da wieder ins Rollen kommt? Ja, kann sein. Also wir haben erste Aktion sehr gut über Kreis gespielt zu Tümmi, aber danach mit den gleichen Sachen, was wir vorher besprochen haben und machen wollten, da haben wir nicht diese Arbeit gemacht und auf den Punkt gespielt. Da hat jeder direkt einen Ball und wollte was anderes machen. Und das bringt natürlich alles, was man vorbereitet, ein bisschen aus der Ruhe heraus. Und das war nicht so geplant. Aber da fehlt ein paar von unseren Spielern diese Erfahrung, diese Praxis auf diesem Niveau, das zu machen. Aber das kommt immer mehr und mehr und das wird natürlich sehr, sehr wichtig in unserer Entwicklung, das zu schaffen, an unsere Sache dran zu glauben und die immer wieder machen. Und dann kriegen wir auch bessere Möglichkeiten. Christoph Benisch, Nürnberger Nachrichten. Robert, ihr wart Mitte der zweiten Halbzeit mit 3 Toren weg, hattet die Chance auch noch weiter davon zu ziehen. War dir das klar, dass es nochmal eng werden würde? Oder ist es so der Moment gewesen, wo du gesagt hast, oh, jetzt haben wir es verpasst, jetzt hätten wir den Sack zumachen können? Das ist nie Mitte der Halbzeit, mit 3 Toren ist man nie sicher. Also wir haben ja gesehen, das ganze Spiel war immer hin und her mit ein paar Fehler, ein paar Gegenstoßtore, einfache Tore von Gegnern. Das war die ganze Zeit so. Die haben auch ein Superman im Tor gehabt, Zimmer, der auch diese 2-3 entscheidende Bälle halten kann und dann kriegt der andere Mannschaft 2 Tore, dann ist wieder eng. So, da war immer noch alles drin. Hannes Ries, Handballwoche. Herr Pöckli, haben Sie unbedingt damit gerechnet, dass Jonas Link, also kein klassischer Stammspieler, zum Entscheidungsträger wird und für Ihre Deckung praktisch ein No-Name oder Anführungszeichen? Ja, also das ist ja kein No-Name. Das ist
eigentlich bitter. Ich hatte vor dem Spiel zu meinem Co-Trainer gesagt, vor dem habe ich irgendwie am meisten Respekt. Weil er schon ein paar Sachen hat, die unsere Abwehr auch sehr, sehr wehtun können, dass er jetzt dann prompt das entscheidende Tor dann macht. Ja, self-fulfilling prophecy, sagen wir Schwaben dazu. Also es war natürlich schon sehr, sehr ärgerlich. Aber das ist ein guter Spieler, das steht ja außer Frage. Und natürlich kennen wir den. Ja, also wir haben auch genug von ihm gesehen. Hat er auch bei den Rhein-Neckar-Löwen ein überragendes Spiel gemacht. Also es war kein Unbekannter für uns. Dass er den Ball sich nimmt, das spricht auch für so einen jungen Kerl in der entscheidenden Phase. Und wie er das dann macht, wenn er nicht drin ist, dann haben wir, glaube ich, noch 5 Sekunden. Also vielleicht war es auch ein bisschen übermütig, aber ja, war ja sicher, dass er macht. Dankeschön. Herr Andersen, darf ich gleich überleiten, Sie haben Jonas Link in dieser schwierigen Situation das Vertrauen ausgesprochen. Ja. Sie hätten ja sagen können, dass Sie dann Herrn Haas bringen, oder? Ja, aber ich fand, Michael hat auch gute Sachen gemacht heute, aber ich fand, Jonas war ein kleines Stück besser heute, auch für die anderen, mit seiner Bewegung, Schnelligkeit, Wurfkraft. Michael hat ein paar Mal Pech gehabt mit seinen Würfen, deswegen hat Jonas Vertrauen gekriegt heute und da nimmt mehr und mehr Verantwortung. Und wie gesagt, die letzte Spiele auch an Ecke und so, da kommt immer mehr und mehr. Und wenn er das zeigt, dann kriegt er auch mehr Spielzeit. Das freut mich für ihn, auf jeden Fall. Gibt es weitere Fragen? Wie waren Sie mit der ersten Welle zufrieden, Ihrer Mannschaft? Ja, ich finde, wir haben trotzdem ein paar Tore gemacht, was wir mehr geärgert haben, das war zweite Welle, dass wir da 3-4 Mal einfach zu früh abschließen. Ich glaube, Nico 2-mal in erster Halbzeit teil, 1-2 Mal zweite und dann kriegen wir selber direkt da Gegenstoßtore. Erste Welle ist immer schwer, da musst du Ball erobern gewiss, und dann ist einfach ein bisschen Quäntchen Glück aus und muss laufen, aber wir können viel, viel mehr draus machen in zweite Welle, mit Druck, mit Geduld, ein paar Pässe mehr. Da können wir auch uns besser Chancen rausspielen, weil wir kommen jetzt mit Druck, wir laufen die ganze Zeit, aber die Entscheidungen müssen da ein bisschen besser werden. Gibt es weitere Fragen? Ist nicht der Fall, dann wünschen wir unseren Gästen aus Hannover einen guten Nachhauseweg und wir sehen uns dann in 2 Wochen um 19 Uhr gegen die GWD Minden wieder. Vielen Dank. Tschüss.